Atombombe durchgekommen. Sehr gut. Bauhof. Der hat nämlich kein Geld, glaube ich, um das nachzubauen, ne? Nee, sollte eigentlich nicht. Okay, rein da. Rein da, die scheiß Mix da. Oh, so. Währenddessen spare ich ein bisschen Geld. Beziehungsweise hol mir einen neuen Hubschrauber. Danach spare ich ein bisschen Geld. Und ja, genau. So, so geht das doch. Drüber fahren, einfach drüber fahren. Tesla-Spule geht, okay. Ja, ist egal erstmal. So, einfach so viel Schaden wie möglich damit machen. So viel Schaden wie möglich. Boah. Wow, also, die können den Bauhof platt machen. So, dann macht ihr mal das kaputt. Ihr macht mal das kaputt. So. Gut. Dann macht ihr mal bitte die ganzen Flugfelder im Arsch. Hubschrauber, wo bleibt ihr? So. Die MiG ist direkt mit weg. Sehr schön, ey. Sehr geil. Dann taucht die Energie weg. Die Energie weg. Die Hubschrauber machen. Ja, sehr gut. Die machen auch die Energie weg. Die Energie weg. Dann haben wir das fast. Sehr gut, ey. So. Nein, die Flak. Ja gut, egal. Wir haben den jetzt echt geschwächt. Wow, muss ich sagen. Richtig nice. Richtig nice. Boah, das war gut, ey. Das war richtig gut. Ja gut, dann macht man erstmal die ganzen Männchen hier weg. So, sehr schön. So, alles klar. Gut, dann weiter geht's. Nicht nachlassen, Freunde. Nicht nachlassen. So. Boah, nicht schlecht, ey. Muss man sagen. Keine schlechte Mission. Wow. So. Die Mannequin-Vielfabrik wegmachen. Ich mach alles weg. Alles weg. Ja, Freunde, ich glaube, wir haben den Krieg gewonnen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Der hat mir echt einen Heliport hier weggemacht. Wie unverschämt. So, gut. Egal dann. Ja. Ich habe einen zu viel. So, gut, dann ist das das neue Team 2. Das neue Team 2 kann man das hier wegmachen. So, gut. Dann macht die Tesla-Spule im Arsch. Sehr gut. Dann den Heliport, wenn es geht. Ah, ne, dann fahrt einfach drüber und... Ja. So. Den Raketenwerfer. Gut. Egal. So. Team 2. Haha! Der macht seine eigene Tesla-Spule. Der macht seine eigene Raffinerie im Arsch. Das finde ich schon mal gut, ja. So ist natürlich auch, ja. Boah, okay, gut, alles klar. Nachgebaut. So, dann finale Armee vorbereiten, ey. Den finalen Schlag vorbereiten. So. Kannst ein Stück hochfahren, ne? Ja, sehr gut, ey. Dann kann ich erstmal ein bisschen durchatmen. Halleluja. Aha, da war eine Mine. Okay, ich verstehe. Der hat hier vermint, ja. Das habe ich voll vergessen. Der hat hier komplett vermint alles. Aber wir sind noch nicht reingefahren. Das ist schon mal gut. Aha, hier wieder. Alles klar. Hui. Ja, die Verteidigung müsste ich eigentlich auch nochmal aufbauen hier. Mache ich auch, komm. Boah, was soll der Geiz? So, Kampfpanzer hier. Oh, alles klar. Ah, draußen fährt einer wieder mit schöner Techno-Mucke. Schon nicht schlecht, ja. So. Da haben wir wieder Kirchenmusik im Hintergrund. Oh, das Stück ist so geil. Das passt so geil zum Ende des Krieges irgendwie. Noch ein letztes Aufbäumen vom Gegner. Ja. So. Das passt jetzt. Mach die letzte Waffenfabrik im Arsch. So. So. Und hier oben das. So, weg damit. So, noch eine Flak, da ist noch eine Flak, aber die trifft nicht. Da kam noch ein Raketenwerfer raus, ernsthaft. Und deswegen schafft er. Der hat genau die eine Rakete abgehalten, die das jetzt kaputt gemacht hätte. Aber ja, genau. Erstmal durchatmen, eine Sekunde, einen Moment. Puh, das war schon eine echt anstrengende Mission. Ich meine, es ist ja noch nicht vorbei, ne? Es ist ja noch nicht vorbei, hier oben steht ja noch einiges.
Aber darum können sich ja die Helikopter kümmern. Zum Glück habe ich die, ey. Und auch der Schlachtkreuzer hier, der hat einen extrem guten Job gemacht. Ohne Scheiß. Also wenn ihr mal Command & Conquer auf Seiten der Alliierten spielen solltet, versucht immer wenn möglich Schlachtkreuzer zu bauen, weil die sind echt eine enorme Hilfe, ey. Auch wenn die nicht immer die präzisesten sind. Aber die helfen schon einiges, muss man sagen, ey. So, Flammenturm weg. Sehr gut. Schade, reicht nicht. Egal. Gut. Okay, ich glaube, wir haben den Krieg gewonnen, Freunde. Ja, ich glaube. Die Geldzufuhr läuft auch. Wunderbar. So. Nein, kein Sammler. Brauche ich jetzt zum Glück nicht mehr. Heftig, heftig, muss man sagen. Also, krass. Geile Mucke. Ich guck nochmal gerade, ja passt. 1,5 Stunden schon. WTF. 1,5 Stunden, aber gut, das ist auch die letzte Mission. Ne? Das war ja auch abzusehen irgendwie. So, dann, der versucht das zu reparieren. Lass das mal schön bleiben. Der kann jetzt nämlich nur noch reparieren, wenn er Dings verkauft, Gebäude. Ja, genau. So, das Ding ist weg, sehr gut. Der kann keine Panzer mehr bauen. Oh, wie geil. Der kann mir nicht mehr auf den Sack gehen mit dem Scheiß. Aber Manneken kann er noch bauen. Ahaha, sehr schön. Ja, seht ihr, jetzt produziert er wieder wie verrückt. Oh, das bringt ihm auch nichts mehr. So. Alles klar, ich baue mich hier einfach auf. Ganz in Ruhe. Puh, heftig. Heftig, heftig. Also, krass. Ich hänge jetzt hier echt schon 1,5 Stunden an der einen Mission. Aber das ist halt, ne, letzte Mission. Klar. Klar, dass die ein bisschen anstrengender wird als die anderen. Normal. Ah, kein Geld mal wieder. Ja, ist egal. Ist egal. So, den können wir eigentlich, ja, ich weiß nicht, den können wir leider nicht verkaufen. Nicht zu Geld machen, leider. Aber ja, gut. Das ist der Kreml hier. Sieht sehr interessant aus in Form einer Kirche, ich weiß, aber da müsste hier ja auch irgendwo die Basilius-Kathedrale stehen. Also das hier ist quasi Moskau. Auch geografisch sehr interessant gemacht. Also hier ist, um Moskau rum sind ja auch so kleine Kanäle, glaube ich. Und ja, wir greifen quasi von Osten aus an. Ha, sehr gut platt gefahren. Ja, genau, so sieht das aus. Und dann würde ich sagen, reicht das auch schon fast. So, die Panzer hier, die Flammentürme kriege ich so platt. Die Manneken-Fabrik auf jeden Fall. Die Hubschrauber können auch die Manneken-Fabrik platt machen. So, dann fahrt ihr mal... Oh, scheiße, das hier meine ich. Das ist so ein Wirbelsturm. Genau das meine ich. Ich habe die Chronosphäre zu oft benutzt. Fuck. Das kann doch eigentlich nicht sein. Da kriegt ihr das platt, das kriegt ihr platt, sehr schön. Wieso kommt jetzt schon so ein Wirbelsturm? Obwohl ich die Chronosphäre nur 3-mal benutzt habe oder so, das ist ja... komisch jetzt, ja. Ja, echt komisch. Aber wo ist denn Team 1? Ah, die fahren alle, okay. Ich traue mich jetzt nicht so nah an den Wirbelsturm vorbei, deswegen muss ich jetzt wohl oder übel durch die Minen fahren. Aber sammelt euch mal hier. So. Wenn der da bleibt, ist alles gut. Krass. Also, krass. Das seht ihr auch mal hier so ein Wirbelsturm von der Chronosphäre. Heftig, ja. Heftig. So. So. Die Geldzufuhr ist da. Wunderbar. So. Der bleibt da in der Ecke. Das ist gut. Ja. Das war... In dem anderen Command & Conquer Teil, Gegenschlag, glaube ich, war das anders animiert. Da war das einfach so ein Schattenklumpen, der hier durchs Bild geflogen ist und hat Tesla-Spulenstrahlen ja, ausgeschleudert. Und ich guck mal, was da passiert. Ich speichere vorher mal ab. Und guck einfach mal, was dann passiert, wenn ich da reinfahre. Oh, außer Minen. Ja, Minen sind scheiße. So. Was passiert dann? Wenn ich da jetzt reinfahre. Schießt der Tesla Spulen? Strähle. Oder was macht der?
Ja, seht ihr? Seht ihr da? Der zerstört alles. Seht ihr das? Alles klar. Da weiß man das auch. Also der, das sind auch Tesla-Spulensträhle gewesen. Ja, die Minen. Ah, das sind Antipersonenminen. Das ist nicht so schlimm. Das sind kein... Ah, ich weiß nicht. Keine Panzerminen, glaube ich. Nee. Nee. So, rein da. Los. Letzter Angriff jetzt hier. Alles klar, der Wirbelsturm bleibt doch schön hier unten in der Ecke. So. Das war eine echte Tesla-Spule. So, komm schon, weg damit, weg damit. Die Hubschrauber können wir, die Fuck-Tesla-Spule da wegmachen. So, weg damit. Weg damit. Wartet auf die Hubschrauber, fahrt nicht da rein. Um Gottes Willen. Wartet auf die Hubschrauber, da sind sie doch schon. So. Und dann auf den Flammenturm da oben. So. Mach den kaputt. Los, okay. Dann die Tesla-Spule wegmachen, bitte. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss man sagen. Wow. So, Sammler wegmachen. Und einmal drüber fahren gleich. Einmal drüber. Einfach reinfahren. So, das ist jetzt die letzte Gegenwehr von dem Freak hier. So. Weg damit. Weg mit den ganzen Manniken. So. Dafür habe ich ja Artillerien dabei, ne? Uff. Nein, 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 nein. Was ist doch meine Artillerie-Uhr? So. Werkstatt weg. Alles klar, ich habe 6000 Kohle. Das ist jetzt sehr gut, ey. Aber der kann doch nichts mehr machen. Warum verkauft er jetzt nicht alles? Ja, er kann ja noch Hubschrauber machen und mich damit fertig machen. Nein, 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 nein. Ah, da ist noch eine. Da ist noch eine. Weg, raus da. Warum ist da noch eine Testerspule? Na, weg damit. Nee, mit dem scheiß Manneken. Der Hund weg. So. Da ist auch noch eine. Oh Mann, Hubschrauber, komm. So. Ja, wo, was macht der Wirbelsturm? Der ist da in die Ecke, sehr gut. Okay. Ja, Hubschrauber. Wartet doch erstmal ab, Mensch. Muss erstmal die Testerspulen platt machen. So, dann die hier platt machen. Sehr gut, dann können wir schon mal hier hinfahren. So. Und den scheiß Heliport weg. Komm. Die gehen mir nämlich echt auf den Sack. Das schaffen die natürlich nicht, weil der Hubschrauber draufsteht. Shit. Ja gut. Aber ist egal. Alter. So, du lädst dich jetzt nicht auf, mein Freund. So. Das kriegt ihr noch kaputt. Ja. Das war doch nicht der letzte Schlag. Oh Mann. Jetzt hat er nämlich noch hier Manneken. Ohne Ende. Ach, wisst ihr was? Ich baue jetzt Gummipanzer. Für den letzten Angriff brauche ich jetzt Gummipanzer. Weißt du was? Na dann, fahr da drauf. So, fahr die alle platt. Sehr gut. Sehr gut. Okay, mach den Hubschrauber weg. Den Kack-Hubschrauber da. So. Natürlich schießt er auch immer direkt auf den, der schwach ist, ne? So. Das Ding weg. Lass ihn mal sein Geld ausgeben, sein letztes. Hubschrauber platt machen. So, ich baue jetzt mal jede Menge Gummipanzer, komm. Ist jetzt scheißegal. Boah, ich habe einmal die ganze Playlist durchgezockt. Halleluja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Freunde. Das ist schon echt heftig. So. Weg damit. Sehr schön. Okay, dann machen wir das kleine Kraftwerk hier weg. Wenn's geht. Wenn's geht. Komm schon. Schade. Egal, der gibt jetzt sein letztes Geld dafür aus. Ist okay. So, alles klar. Gut. Geschafft, ey. Das war schon eine Knallermission, muss man sagen. Alter, jetzt nicht ernsthaft. Jetzt kommt der kurz vor Schluss nochmal und fuckt mich ab. Ja, super. Toll. Das waren wahrscheinlich Spawner, ne? Boah, ich muss mal gerade mal ganz kurz meine Augen zumachen. Die tun schon ganz schön weh vom ganzen Zocken hier. Zweieinhalb, nee, anderthalb Stunden lang am Stück nehme ich jetzt schon auf. Puh, nicht schlecht, nicht schlecht. So, gib mal dein. Geben wir mal unser ganzes Geld dafür Panzer aus, für Gummipanzer. Weil für den letzten Angriff sind das einfach die effektivsten Einheiten. Sind schnell, machen einigermaßen Schaden und halten halt fast so viel aus wie ein Kampfpanzer. Ja, genau, da haben wir endlich die Alliierten geschafft, ey. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert.
wird gebaut. Und dann geht's ja bald mit den Sowjets los. Das wird auch nochmal lustig. Vor allem die letzte Mission da. Also die wird noch krasser als die hier. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Auch wenn wir das bessere Arsenal haben werden, aber das ist nicht unbedingt... Nee, das sagt nicht unbedingt was aus. So, der Wirbelsturm ist hier in der Ecke. Das ist gut, okay. Dann kann ich hier unten ja herfahren. Alles klar, speichern. Nochmal kurz gucken. Ja, das passt. 50 GB groß die Datei mittlerweile. Ach du Scheiße. Aber ja, das ist halt beim Let's Play, ne? Also wenn ihr Let's Playen wollt, braucht ihr eine Festplatte, die einigermaßen schnell und schnell ist und ja, viel verbraucht. Ne, nicht viel verbraucht. Viel Platz hat. So, so. Alles klar. Dann sammle ich mal wieder die Kohle. So, Team 1 kommt mal dahin. Team 2 kann sich mal um die Tesla-Spule da kümmern. So, ich glaube, dann haben wir es jetzt aber wirklich. Alter Schwede. So. Ich freue mich auch schon auf die Endcutscene. Weil die Endcutscene wird in dieser Version wahrscheinlich ungeschnitten sein. Oh Mann, das sind zwei Flaks. Scheiße. So. So, die Testerspule kann noch weg. So. Helft denen noch. Ja, sehr gut. Aber da ist noch eine Flak gewesen. Oh, fuck. Da ist noch eine Flak gewesen. Oh, fuck. Das reimt sich. Da ist der Wirbelsturm. Aufpassen. Krass, dass man hier jetzt einen Wirbelsturm hatte. Obwohl ich die Chronosphäre nur 2-3 Mal benutzt habe. Also doch keine 5-6 Mal, sondern 2-3 Mal, okay. So, Gummipanzer. Und da ist noch der eine normale Panzer dabei. Hier, der hier. So, das hier werde ich als letztes überrennen, weil das ist Stalins Hauptquartier. So, das soll es zumindest darstellen. Also, das ist einfach nur eine Kirche. Ja, danke. Egal, so. Das passt schon so. Raketen. Hubschrauber-Raketenwerfer-Plattner. So. Dann macht man die Energie platt. Dicke, 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 dicke. Ja. So. Raketenwerfer weg. So, sehr gut. Die Hubschrauber sind da. Sind nur noch 4 Stück übrig. Bitte was? Ernsthaft? So, mach den Flammenturm kaputt. So, wegmachen. Wegmachen. So. Sehr gut. Dann muss ich noch ein paar Hubschrauber nachbauen, ja. Oh, sehr geil. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es verdammt nochmal geschafft. Krass. Sehr geil. Sehr geil. Ich hätte ein bisschen Artillerie mitnehmen sollen. Das ginge schneller mit der Artillerie. Die Gebäude hier platt zu machen. Aber ist okay. Ist okay. Komm. So. Mach die alle kaputt, ey. Kein Bock mehr auf den Scheiß hier. So. Hubschrauber nachbauen. So. Sehr gut. Dann hier. Wie lange nehme ich jetzt auf? 1 Stunde 40. Oh Mann. So, weg damit. Ich muss einfach alles platt machen. Keine Rücksicht. So, weg damit. Auf die Energie. Weg. So, dann noch die letzten Reste hier. Die können da drauf. Das schafft ihr ja, oder? Die fliegen los, tatsächlich. Da sehen wir gleich mal einen Hubschrauber gegen Hubschrauberkampf. Sehr geil. Oder? Ja. Ein paar bleiben zwar stehen, aber... Ja, schaut. Die können in der Luft angreifen. Das ist sehr geil. Muss ich ehrlich sagen. So, dann machen wir die Soldaten da kaputt. Dann jetzt noch die letzten Reste hier beseitigen. Die letzten Nervsäcke hier. Ja, Mine. Keine Ahnung. Na gut. Dann macht mal kaputt. Und fahr da drauf einfach. So, und hier reinfahren. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Aber jetzt nur noch den Hund hier. Ernsthaft. So. Okay. Gut. Ah, das ist noch eine Mine gewesen. Ja. Noch ein Hund. Und dann war's das, Freunde. Ja, jetzt fahren wir durch die ganzen Minen. Aber es sind, glaube ich, keine... Zum Glück keine Antipanzerminen. So, die Hubschrauber machen noch den hier kaputt. So, dann speichere ich das jetzt nochmal ab und dann haben wir es jetzt endlich. Wir haben Stalin besiegt.
als Luschen-Alliierter quasi. Alliierter mit dem Luschen-Arsenal. So, da sind die Hubschrauber, die machen jetzt das Mannequin da drin weg. Mauer einreißen, ganz klassisch wie im Krieg auch. Der letzte Widerstand Stalins ist dieser eine Soldat da drin. Er schlägt sich hartnäckig, aber er wird jetzt auch sterben. So, das ist sein Kreml gewesen und das ist seine Kommandozentrale. So, letztes Gebäude vor der Mission der Alliierten. Zack! Das ist Stalin, oder? Ja! Geschafft! Sehr gut, Alter. Schafft euch das mal in 3 Stunden. Halleluja! Halleluja! 803 Einheiten, was? Das ist schon heftig. Das ist schon extrem heftig. Das ist schon krass. Wow. Mission 14? Ist das erst Mission 14? Hä? War das nicht Mission 16 jetzt? Naja, egal. Gut, Freunde, wir haben die alliierten Kampagne geschafft. Sehr geil. Schauen wir uns mal jetzt die letzte Cutscene an. Over here! I found someone! Jeez Louise! It's Stalin! Figures that bastard would survive. Well, orders are orders. Come on, help me get him out of here. Private, what do you think you're doing? Sir, it's Stalin. He's still alive. Private, I don't see anyone there. Right here, sir. I don't believe you heard me, Private. I don't see anyone here. Do you? No, sir. I don't see anyone. Must have been the wind I heard. That's what I thought. Now move out. Grafikbug. Das tut mir leid. Ja, Freunde. Sehr krasse Endcutscene. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, die letzte Cutscene war ja in der deutschen Version, ist die ja geschnitten. Das heißt, da geht die Cutscene nur bis zu der Szene, wo die wegtreten sollten. Und das mit dem Stalin, das haben die da nicht gezeigt. Ich glaube, weil das zu brutal einfach ist. Und ja, schade, die ganzen Hintergrundbilder sind weg. Blöd. Naja, egal. Ja, Freunde, Command & Conquer, richtig geil. Und dieser Typ in der letzten Cutscene, der den Befehl gegeben hat, dass die wegtreten sollen,
Viele sagen, es ist Stavros. Allerdings glaube ich, dass es nicht Stavros ist, sondern Kosygin. Es ist Kosygin, weil wegen diesem Satz Move Out. Es ist ja so, bei manchen Command & Conquer-Visionen, als wir Kosygin befreit haben, kam auch der Satz Move Out und der hat Englisch gesprochen statt Deutsch. Und das hat sich genauso angehört. Deshalb bin ich der Meinung, dass es eventuell Dings sein könnte. Kosygin, obwohl er so aussieht wie Stavros. Das ist jetzt Interpretationsspielraum. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Die Alliierten-Kampagne ist durch, die war schon sehr krass. Es wird aber noch krasser bei den Russen, auf jeden Fall. Und der ganze Kontinent war jetzt quasi der ganze europäische Kontinent war jetzt quasi alliiert. Und ja, genau. Command & Conquer, ja, was gibt's zu sagen? Es macht mir sehr viel Spaß. Auch wenn die letzte Mission wirklich kräftezehrend und auslaugend war. 1:40 habe ich dafür gebraucht. Meine Güte. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich viel schneller schaffen. Aber mir wurden halt einfach die ganzen Sammler weggeballert und tausende Luftangriffe kamen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, war das doch sehr anstrengend. Aber wir haben es am Ende doch trotzdem geschafft. Und wie gesagt, also ich würde mich halt sehr freuen, ne, wenn ihr mal so schreibt, so wie euch das Projekt so gefällt. Da ist einer Paul Bastardo, okay. Sehr interessant. Nein. Egal. Ich denke gerade an so einen Film. Naja. Ja, wie gesagt, es wäre mal schön, wenn ihr mal ein bisschen was in die Kommentare schreibt, so wie ihr es findet und wie ihr es gefunden habt bisher. Und ja, gut, dann würde ich mal wieder sagen, die ganze Endkazine durchgelabert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich gucke auch mal gerade, ja, die Datei ist jetzt 51,6 GB groß und 1:48. Schon krass. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns hier das nächste Mal bei den Russen, bei den Sowjets hier, genau. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sage ich mich fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.